Herzlich willkommen bei Trashkurs mit Maureen, mit Tessa und mit Lainer. Wir machen hier heute, wieder eine kleine Orakel-Time. Ist so, Are You The One geht diese Woche los, am 17. Donnerstag. Und wir haben uns gedacht, naja, werden ja nicht Trashkurs, wenn wir nicht jetzt schon übelst aufgeregt werden. Und wir müssen jetzt schon mal gucken. Wir geben eine erste Prognose ab, wer könnte mit wem Perfect Match sein und zusammenpassen. Also das ist gar nicht so dolle Orakel, sondern es ist einfach wirklich nur unser Feeling. Wir wissen ja nichts. Natürlich wir nicht. Wir sind eigentlich nach jeder Staffel geendet. Cool, das hätte man ja aus den vorherigen Aussagen schon rauslesen können, sich da ein bisschen was gleicht. Aber bei manchen waren wir auch so wie, what the fuck, wie kommt das zustande? Ja. Wir wollen mit dem Psychologen innen sprechen. Ja. Gab es nie. Haben wir noch nicht geschafft bis jetzt, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr. Und wir haben hier die Damen schon aufgereiht, es sind 10 Stück dieses Jahr und es werden 11 Männer einziehen. Das heißt, wir müssen berücksichtigen, eine Dame wird 2 Perfect Matches haben und eins davon ist Max. Ja. Diese Diskussion führe ich dieses Jahr nicht. Ich habe letztes Jahr Ewigkeiten gebraucht, zu verstehen, warum Max unbedingt das Zweite sein muss. Aber so ist es einfach. Mit diesem Fakt müssen wir arbeiten. So, wie wollen wir es denn machen? Fangen wir mit den Frauen an oder versuchen wir den Boys eine Frau zuzuordnen? Ja, das finde ich auch gar nicht so doof. Echt? Weil ich hätte jetzt hier bei Sandra angefangen, er hat mir die angeguckt und dann... Aber hier, wenn wir jetzt uns einen Jungen schnappen, einen Jungen, es sind ja auch alles nur Jungs in meinen Augen, dann könnten wir besser zuordnen, weißt du? Dann haben die, habt ihr mehr davon, das wenn stimmt. wir so machen, weil sonst sehen sie ja die Auswahl der Jungs nicht, über die wir sprechen. Also fangen wir gleich mit Pazzo an, oder was? Fangen wir gleich damit an. Paco schwebt hier durch. Ich würde euch mal, das können wir vielleicht grundsätzlich so machen, einfach mal den Text vorlesen, was jetzt wichtig ist und dann können wir ja mal zuordnen. Wie wäre es denn damit? Also, Pazzo. Pazzo sagt, habt ihr alle schon gelesen, ich bin seit 3,5 Jahren Single, aber da spalten sich die Meinungen. Bei uns ja genauso. Also da würde ich auch sagen, würde ich jetzt gerne mal vertraglich sehen. Also, mit wem warst du denn zusammen und mit wem nicht? Das mit wem ich warst nicht. Du denn Single? Also weil mit Melissa warst du letztes Jahr gemeinsam Single und da wurden ja auch Feedposts gemacht. Versteh und ich finde, nicht. Das ist auf Instagram dann schon eine Aussage. So, der ehemalige Love Island-Gewinner ist offen, kommunikativ und mag es, andere Leute zu motivieren. Paco ist nicht der Typ, der sich auf die Frauen stürzt. Ein Flirt geht eigentlich nie von seiner Seite aus, sondern die Frauen kommen von ganz alleine zu ihm. Finde ich grundsätzlich erstmal leider unsympathisch. Ja. Und das finde ich schade, weil ich mag ihn eigentlich. Naja, doch, gut. Das finde ich, also... Eure Meinung. Ja, er möchte, glaube ich, trotzdem eine selbstbewusste, offene, loyale Frau, glaube ich. Ja. Und ich glaube, nicht zu viel Trubel lese ich daraus, genau, oder? Genau, wir dürfen ja auch seine Ex, scheinbar Situationships nicht vergessen. Das war Melissa. Und wer war es noch? Jelis. Und war es nicht noch mal kurz jemand noch ganz so kurz? Noch, nee, die ist aber nicht bekannt, so eine Friseurin oder so. Ah ja, okay. Mhm. Also es ist alles irgendwie, na gut, Jelis sticht irgendwie ein bisschen raus, aber ich ordne ihm eher eine ruhigere Frau irgendwie zu, glaube ich. Ich habe direkt was im Blick. Im Blick. Sage mal. Eine von den beiden. Sehe ich gar nie, weil er bisher eher bei den dunkelhaarigen Frauen war. Na gut, obwohl er, glaube ich, sagt, darauf achtet er nie, aber ich denke schon. Unabhängig davon, dass man die schon gesehen hat nach Are You The One zusammen, Alicia und Paco, könnte ich mir trotzdem auch vorstellen, weil sie ist ruhiger, sie zieht aber auch ihr Ding durch. Mhm, sie ist eine selbstbewusste, unabhängige Frau. Ja. Und ansonsten tatsächlich irgendwie auch Sandra oder Paulina. Soll ich mal gucken, was Alicia sagt, was dem so ein bisschen entgegenspricht, finde ich, weil sie ist so, sie steht auf Männer, die ein Ziel im Leben haben, weiß ich jetzt nicht so ganz bei ihm. Er kommt mir sehr sprunghaft vor, leider Gottes. Macho-Getue ist bei ihr ein Upturner. Er ist kein richtiger Macho, aber irgendwie... Ist es sein Geist, ist es. Irgendwie schon. Also seine Aura. Ja. Und ich habe das Gefühl, da sagt sie, ach nee, das ist mir nicht. Und ihr ist es wichtig, gleicher Humor und emotionale Intelligenz. Und ich weiß nicht, wie es mit seiner Situationship History bestellt ist. Wir hätten jetzt den Punkt, dass er eigentlich nicht erobern möchte, sondern erobert werden will. Ja. Und dann ist er auch schon wieder nicht Macho. Dann ist er Anti-Macho. Und wir haben auch den Punkt, dass Alicia vorher mit Yasin zusammen war. Mehr als einmal. Ja, aber was heißt das jetzt? Das heißt ja für den Psychologen nichts. Und wir sind ja in dem Moment die Psychologen. Deswegen, ich würde da auch böses Spiel spielen. Da würde ich mir die Vorgeschichten angucken und sagen, ihr zwei, der Psychologe arbeitet nicht nur psychologisch, sondern vielleicht auch mal ein bisschen strategisch. Kann ich noch jemanden ins Feld werfen? Die Jenny ist drunter, glaube ich. Mhm. Jenny braucht Männer, die wissen, was sie wollen. Bei Aito sucht sie nach einem Bad Boy mit Herz. Kann man nicht, also er hat auch gesagt, er will nicht der sein, der weiß, was er will und drauf losgeht. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, dann fällt Jenny raus. Wir können ihn dann von mir Wir können ja Paco erstmal bei Alicia lassen. Wir lassen ihn hier stehen. Finde ich gut. So, wen nehmen wir denn als nächstes? Oh Gott, Elia. Elia, das würde ich mal Martin geben, weil Martin ist der Einzige, Germany der Shore, ich bin wirklich sauer, dass er nicht mehr blond ist. Das ist für mich ab jetzt... Nur noch ein halber Look. Stille, süße Maus, macht dann den Mund auf, wenn es wirklich drüber ist. So würde ich es jetzt beschreiben. So kam er bei mir an. Mhm. Und immer relativ lustig.
Er ist übrigens Buddhist und sehr spirituell. Und er war 10 Jahre Trapezartist und ein Zirkuskind. Er ist sapiosexuell, das heißt, er fühlt sich angezogen von Menschen, die schlau sind und von generell von deren Mentalitäten. Oder so, also ich würde sagen, er fühlt sich angezogen von Menschen, die schlau sind und wir so, Ich weiß. Ich würde sagen, fällt raus. Und er kann sich, eine offene Beziehung vorstellen. Oh. Was ist mit Marie? Irgendwie habe ich bei offene Beziehung gedacht, Marie ist ein lockeres Girl. Ich bin auch die ganze Zeit dort oben bei Marie und Steffi generell so von irgendwie vom Mindset. Aber ich muss auch sagen, bei mir klingelt es die ganze Zeit hier und ich habe ein Problem mit Optik. Das ist für mich ein Fragezeichen, die Frau. I don't know her. Also man hätte sie sonst... Also ich würde sagen, kann Furie sein, aber kann auch deine beste Freundin sein. Ja. Kann alles sein. Aber ich weiß nicht, ob sie ihm zu Furie ist. Weil aber sie ist aber optisch, ich habe ja schon wieder optisch das Problem. Mal, ach so, nee, aber sie kann ja nee, offene Beziehung wäre nicht zu sie. Weil hier Trapez, Tänzerin. Ja, habe ich auch kurz und gedacht. Und irgendwie so ein bisschen das erwachsenere Mindset. Hätte ich jetzt auf einmal auch die beiden gesehen. Aber offene Beziehung, ich weiß es nicht. Ich bin auch ein bisschen bei Steffi. Ich eigentlich, also Steffi war für mich bei Alto Normalo total mit Tattoos und muss ein Typ sein und er ist ja eher weich gelutscht und gar nichts. Ach gut, aber Chris war jetzt für mich irgendwie die Männlichkeit in Person. Na, daran ist es ja am Ende des Tages auch gescheitert. Er ist ja auch noch ein kleiner Junge. Wollen wir den Riecher erstmal verfolgen? Pack mal so dazwischen oder so, mach. Ich glaube, wir legen uns mal gleich fest, wir können es ja nochmal ändern. So, hier, das ist für mich eine ganz klare Sache, mein Kater. Weil er steht auf einen also erstmal sagt er, er liebt sich krank selbst. Er komplett. Ist für sich das Schönste, was ihm hätte passieren können. Was ihm hätte passieren können, liebe ich. Ja, kennst du? Jeden Morgen im Spiegel denkt sich Martin, Alter, wie konnte ich mir passieren? Ja. Wow, wie kann man jemals so viel Glück haben? Und ob man möchte oder nicht, es ist einfach so, Laura Morante, sehr ausgefallener, amerikanischer Look. Und das ist auch was, worauf Mike trotzdem achtet bei Frauen. Deswegen gibt es für mich nur eine Person. Martin, würdest du es bitte Kim Virginia? Ja. Ist für mich genauso. Und Zitat Mike, meine Frau darf nicht zu schlau sein. Das habe ich jetzt losgelöst von Kim Virginia gesagt. Lies mal ihren Text. Kim Virginias Text. Sie sagt, ich bin ein absolutes Unikat, eine Boss-Lady, passt schon mal. Und dann, Content-Creatorin kann einschüchternd wirken und hat immer einen spitzen Spruch auf den Lippen. Sie 1000% Elena Miras. Offensiv geht auf Männer zu und nimmt sich das, was sie möchte, ohne Rücksicht auf Verluste. Kim Virginia findet Männer anstrengend, die mehrgleisig fahren und keine ernsthaften Absichten haben. Okay, ich würde sagen, das ist ein rundes Ding. Ein perfekt Match. Da wird ein Schuh draus. Ja, das ging so schnell. Muss sein. Oh. Hier, Leute, Fabio. Das wird schwierig, hä? Ich habe gar keine Ahnung. Den hätte ich am Ende auch bei Marie gesehen. Ja, ich bin auch die ganze Zeit danklich bei Marie. Also aber warum denn? Weil Marie ist für mich so ein Joker. Und was ist mit Daria? Mal ganz ehrlich, was ist mit Daria? Ja. Fabio wir brauchen inhaltlich noch was. Weil er sagt ja auch Ältere, ne? Ich habe oft Frauen, die älter sind als ich. Wir dürfen nicht vergessen, er ist 30. Ja gut, aber dann nimmt er sich vielleicht... Sie ist aber, würde ich sagen, die Älteste. Ja, aber dann nimmt er sich vielleicht nicht so ein ganz junges Küken. Genau. Und wir dürfen nicht vergessen, er ist seit 1,5 Jahren Single und hat davor eine 10-jährige Beziehung geführt. Wir wissen aber relativ wenig über diese Beziehung. Also wir wissen nicht, was er für ein Typ ist. Damit hat er in puncto Beziehungserfahrung den meisten Männern dieser Staffel etwas jetzt voraus. Brauchen wir Daria. Jetzt brauchen er hat wir Daria. Immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und sagt, was er denkt. Daria ist bekannt als die Superzicke von GNTM, okay. Und sie möchte sich aber von der anderen Seite zeigen. Sie ist schlagfertig, sarkastisch und selbstbewusst. Eine perfekte Beziehung gibt es für sie nicht. Sie wird selten angesprochen, da sie eine Hard-to-Get-Ausstrahlung hat. Okay, das ist ja wirklich gar keine Aussage, ist null Aussage. Über ihren Traummann, aber ich finde, es beißt sich auch nicht inhaltlich. Nee. Und ich glaube, Fabio ist auch von sowas nicht abgeschreckt. Ja, weil er hat sich und seine Aura, sag ich mal. Ja. Und da darf die Dame auch Präsenz haben. Ja. Ja. Sieht auch irgendwie gut aus zusammen. Ja, ne? Irgendwie schon. Das lassen wir da. Das bleibt gleich so. Also jetzt, wie eigenartig war die Vorstellung an hier überall und dann auf einmal das? Aber ja, alles andere, also Stefan, mit Shakira geht wir überhaupt nicht. Wir gucken es uns am Ende nochmal an. Wir machen erstmal weiter. Step by step. Also da lassen wir einfach uns von dem Spoiler leiten, oder? Marvin Kleinen, der Bruder von Calvin Kleinen, wurde für alle, also Vorsicht, ne, Spoiler, mit Jenny schon im Bett gesichtet. Irgendwie, ich weiß es nicht, ne? Er findet eifersüchtige Frauen ganz cool. Krass, weil wir wissen ja auf jeden Fall von seiner Ex-Beziehung, dass es ihm dann zu eifersüchtig war, ne? So, er hat selbst auch hier schon gesagt, er hat eine 7-jährige Beziehung hinter sich, die daran gescheitert ist, dass er den Weg in die Öffentlichkeit gewählt hat. Oh. Ja, da finde ich irgendwie eine schwierige Aussage. Es beißt sich komplett. Und bei Jenny,
Sie ist so eine Flirtmaschine, sagt sie schon mal über sich. Sie braucht Männer, die wissen, was sie wollen. Bei Aito sucht sie nach einem Bad Boy mit Herz, hatten wir schon gesagt. Sie spielt mit ihren Reizen und flirtet gerne und oft. Mhm. Und sie braucht ein positives Mindset, eine starke Hand an ihrer Seite und die ihr auch mal zeigt, wo es lang geht. Mhm. Oh. Doch nicht. Nee, oder? Das nee, geht, das weiß ich. Dann schiebe ich ihn jetzt einfach mal ganz organisch hier runter. Soll ich mal gucken, wo ich... Ich hatte mir ja schon mal Gedanken gemacht. Naja gut, ich bin mit diesem anderen Spoiler gegangen. Ich bin irgendwie mit Sandra gegangen. Weil Sandra ist so ein Girl, die gerne mal... Sandra und Marvin? Die gerne mal einen Boy hat, der jünger ist, habe ich das Gefühl. Das findet sie nicht schlimm. Und wo sie so ein bisschen... Aber Sandra war schon an Kevin dran, ne? Na eben, aber ich glaube, das ist ihr sowas von scheißegal. Gut, wenn man einen mag, mag man vielleicht den zweiten auch. Aber warte mal, aber so, sie sagt einfach nur, sie braucht eine harte Hand. Jenny. Jenny, ja. Ja, aber was, jetzt guckt mal, wen wir hier noch liegen haben, ne? Ja, da haben wir und noch. Und wer noch frei ist. Ich hätte jetzt auch ansonsten Danilo gedacht. Na, wollen wir nicht erstmal ihn jetzt weil Danilo verorten? Sagt tatsächlich auch über sich, er ist ein bisschen alte Schule und auch was die Rollenverteilung angeht. Ich finde den ja immer, die Leute nehmen den ja auch immer ein bisschen als Bad Boy wahr. Für mich ist es einfach nur ein Teddy, wo aus Versehen tätowiert wurde. Wir dürfen nicht vergessen. Das könnte aber jetzt auch zu einfach sein, weil er hat bei sich stehen, wie du gesagt hast, er steht auch auf diese traditionelle Rollenverteilung. Ja. Und weißt du, wer genau das drin hat? Christina Shakira. Oh nein! Hat genau über sich gesagt, die mein sind Partner. Auch maximal stimmig. Mein Partner muss das Geld nach Hause bringen. Liebe ich auch. Christina ist hauptsächlich unter dem Namen Shakira bekannt, hat Lena schon sich in der Story zu geäußert. Aber sie hat korrigiert, ne? Nur Christina Shakira hört sie. Naja, sie hier steht auch Shakira. Wo hat sie sich da korrigiert? In der Story? Sie liebt die altmodische Rollenverteilung. Oh ja. Liebt sie. Sie braucht einen richtigen Mann, Typ Handwerker, der sie auf Händen trägt und wie eine Prinzessin behandelt. Sie ist lebensfroh und naiv, kann zickig und stur sein. Und ich sage, Danilo, du bleibst da, wo du bist. Der wird nicht mehr weggepackt. Ist das euer Ernst? Ich fühle nichts bei dem. Ich fühle aber inhaltlich? Danilo hätte ich zu Paulina gepackt, weil das ist null sein Typ. Ich aber meine, wir haben doch mal bei inhaltlich... Es wird immer gesagt, es geht nie nach Haarfarben und so. Aber was wissen wir denn über Steffen? Das kann ich dir sagen. Das müssen wir uns alles anlesen. Steffen ist sehr wählerisch bei der Wahl seiner Partnerin. Sein Ziel ist es, eine Frau zu finden, mit der er eine Familie gründen kann. Also er möchte gleich schon was Festes, wirklich Festes. Genau, Familie gründen und heiraten. Und sie muss perfekt zu ihm passen. Er beschreibt sich selbst als offen, locker und Humor steht bei ihm an erster Stelle. Da habe ich irgendwie, ich kann es euch nicht sagen, weil da ist schon Paco, aber irgendwie dachte ich, Alicia ist halt auch irgendwie null ihr Typ eigentlich. Aber so vom Mindset, er möchte sich setteln. Ja, aber jetzt guckt mal die restliche Auswahl an. Wer von den Chicks will sich denn hier setteln? Na, da sehe ich niemanden. Na, Christina. Keine. Will sie? Nein. Na doch, Christina will eigentlich ankommen, habe ich das Gefühl. Oh, ehrlich. Aber du hast gerade mitbekommen, dass es inhaltlich einfach akkurat das Gleiche war, was oder sie gesagt Steffi? Haben. Oder Steffi? Ja, aber... Okay, wir lachen Steffen ab, und Steffi? Einfach nur for the sag names. Sag mal Steffi. Steffi, was Steffi hatte? Steffi steht auf das gewisse Extra bei Männern. Machos sind gar nichts für sie. Kusi hatte Geburtstag beim Dreh, danke dafür. Sie ist selbstständig, unkompliziert, zielbewusst und freut sich auf eine zweite Chance bei Aito. Na danke. Ehrlich, pack Steffen zu Steffi. Wir könnten ihn erstmal da hinten. Ganz ehrlich, pack Steffen zu Steffi. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also ich weiß nicht, ob das gewisse Extra ist, ich aber weiß es auch wir werden halt nicht. Es noch herausfinden. Ich weiß es auch nicht. Die Leute gucken das jetzt hier und denken, ihr seid sowas von... Nee, ich muss erstmal alle dran knallen. Und dann gucken wir nochmal drüber. Ja. Wollen wir erstmal wen anders bei Marvin? Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin bei Mike Heiter und Steffi. Nee. Wo haben wir den denn da? Null. Da bin ich so bei Kim. Den will ich so ungern da weghaben. Ja. Komm, wir machen mal weiter. Was ist... Teasy. Marvin einfach aufgelöst. Ja, der bleibt jetzt erstmal. Nee, wir machen doch Wir hätten Peter. Hier noch Ex von Valentina, Peter. Sabrina. Tausend Gesicht, Sabrina. Oh ja. Soll ich trotzdem noch mal vorlesen? Oh ja. Er hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Er ist sehr eifersüchtig und er fände es nicht toll, wenn seine Freundin alleine in den Club gehen würde. Oh nee, aber Sabrina macht Onlyfans. Er wünscht sich eine Partnerin aus der Branche. Lieb ich auch, Peter, aus der Branche, weil man kennt dich schon so mega krass. Ja. Danke dir. Das ist aber Schweizer, müssen wir dazu sagen. Ja, ne? Bachelorette und Germany Shore, mehr war es auch nicht. Also chill, Peter. Und seiner Meinung nach kann das Fernsehen Menschen auch verbinden. Wo haben wir ihn jetzt hingehangen? Sabrina. Aber was ist denn mit Emanuel bei Sabrina? Auch gut. Emanuel sehe ich nämlich auch bei Sabrinson. Sie legt sich ungern direkt fest und sie tanzt auch gerne mal auf mehreren Hochzeiten. Sie will flirten, tanzen und eine Menge Spaß haben. Cool. Und da darf der ein oder andere Mann ihr gerne näher kommen. Danke dafür. Emanuel, nein, weil das stößt ja richtig sauer auf. Der war ja schon sauer, dass die Bachelorette noch zwei weitere gedatet hat. Es ist so abfuck, ey. Aber Peter da bei ihr, ich wirklich? Ich finde das... Aus der Branche und Sabrina steht dafür, die will dort nicht mehr raus. Nee, die will auf keinen Fall mehr raus.
sagst das du? Das finde ich. Aber wenn er sehr eifersüchtig ist und sie Onlyfans macht. Ja, das könnte sich wirklich beißen. Das ist ihr Hauptbusiness. Aber wo verorten wir ihn sonst denn? Bei Jenny? Bei irgendwas. Oder Sandra? Du, ganz ehrlich, ich hätte dieser sonst auch Peter und hier Jenny. Jenny? Warte mal, aber wir haben auch noch Teasy. Was vielleicht auch mit Jenny was sein könnte. Irgendjemand also hat ja auch einen Doppelmatch. Leute, wir machen erstmal weiter, weil ansonsten vertadeln wir uns hier gerade schon. Emanuel. Sehe ich trotzdem. Nee, sehe ich gar nicht. Null. Aber warum machst du es fest? Dann hol uns mal von ab von seiner Gedanken. Art und Weise und auf was für Frauen er bisher steht. Und Paulina und er null. Deswegen hätte ich Emanuel, habe ich ja gerade gesagt, bei Sabrina gesehen. Ja, irgendwie schon. Oder die machen sich einen richtigen Spaß draus bei Sandra. Shakira, Christina Shakira, weil sie hat ihn ja gekorbt bei Bachelor in Paradise. Aber wir hatten ja auch gerade schon den Fakt, dass es rein bei dem Psychologen rein gar nicht um Optik geht, ne? Naja, aber wir haben halt auch schon ein paar alte Staffeln mitgemacht und wenn wir jetzt alle Matches auflösen, wie oft war es danach, dass die auch gesagt haben, hä, das, was wir angegeben haben, das passt gar nicht? Was ist mit Emanuel, mit Jenny? Ja, dann können wir aber in der Theorie auch gar nicht weiterarbeiten, weil woran wir machen wir es dann wir fest? Sind ja, wir haben ja aber auch nicht die alle, wir haben ja auch nie alle Infos, die die dem Psychologen gesagt haben. Wir gehen jetzt auch einfach mal vom Vibe her. Wir haben gar keine Infos. Richtig. Alles, was wir haben, ist der normale Pressetext. Was ist mit Jenny? Weil sie will ja ein Bad Boy mit Herz und wenn er da wieder tut, auf ich bin ja echt wirklich total der Liebe und bla. Weil er ist, ich habe das Gefühl, so wie er sich hier gibt, immer so auf mega hart und übelst der krass und komm doch her, bla. Schaut dazu das letzte Breaking Trash Video. Na und Jenny ist auch, ist da. Und hat aber wenig Aussage, wenn sie den Mund nicht aufmacht. Also ich habe das Gefühl, halt sie hat wenig Präsenz. Kennen sie halt null. Ohne, wenn sie ihren Charakter zeigt. Wisst ihr, wie ich meine? Hm. Also sie ist noch, sie muss sich noch beweisen. Und ich habe das Gefühl, es gefällt das ihr. Das ist für mich da wirklich das Match, wo ich sage, ja, dann seid ihr ein Match. Und euch, an euch kann sich niemand erinnern. Okay, krass. Also, wo siehst du ihn noch mal? Ich kann nichts von dem, was ihr sagt, nachvollziehen. Ich hätte jetzt Bad Boy mit Herz Teasy gesagt. Teasy und Jenny. Sehe ich auch. Und das hier fände ich eine Frechheit, wenn das stattfindet, weil die waren schon zusammen in einer Staffel. Nee, tatsächlich würde ich sogar Max bei Paulina sehen. Warte mal, Sandra und Teasy? Nee, oder? Sag Lisa mal. Bei ich finde das auch wirklich, ich finde die Idee gar nicht so blöd. Echt? Als Kombi, Kombipaket. Also sorry, aber Teasy bei Sandra zu keiner einzigen Million. Also Paulina lässt sich gerne erobern. So, da passt Max schon mal gut, würde ich jetzt mal sagen. Bei Marvin bin ich mir irgendwie ein bisschen unschlüssig. Sie liebt bedingungslos und würde ihrem Partner viel Aufmerksamkeit schenken. Klare Vorstellung von ihrem zukünftigen sportlicher Mann mit dunklen Haaren und Augen. Max bleibt auf jeden Fall da hängen. Na, oder mal, aber mal Max bitte ist Max der Einzige, also Max ist der blondeste neben Steffen in der Runde, ne? Ich weiß nicht, wo er hinguckt. Also für mich ist Paco neben Steffen der blondeste. Und Mike finde ich auch noch blonder als Max. Also Max ist sowas von viel blonder als Max. Naja, Paco meine gut. Ich. Lisa, bitte Max vor. Es gibt nichts zu Max. Scheiße. Aber warte mal. Na, doch, so, oh Gott, sorry. Also Max hat keine Lust auf langweiligen Sex unter der Decke. Er möchte eine Frau, die ihm Kontra geben kann. Darüber hinaus ist ihm wichtig, dass sie schlagfertig und abenteuerlustig ist. Max hat in seinem Leben viele Freundinnen gehabt und war oft in Beziehungen. Wenn er dazwischen mal kurz Single war, hat er das Leben ausgekostet. Ist für mich leider Sandra. Ja, könnte wirklich Sandra sein. Das klingt so also schlagfertig sehr nach Sandra. Ist Sandra für mich nicht. Na, aber sie Sandra tut zumindest so. Doch, ja, na, sie gibt lieber nichts von sich als zu viel. Ja, aber jetzt dürfen wir, jetzt ist das so ein bisschen unsere, bei Paulina sehe ich wirklich nicht schlagfertig. Ich hätte hier Christina Shakira noch vom Look ohne die Locken gesehen, wegen Ähnlichkeit mit seiner Ex-Freundin. Na, ich bin die ganze Zeit auf dem Trichter mit Jelis, dass Jelis ihn ja so verzaubert hat. Also fällt raus. Fällt für mich auch raus. Fällt raus, geht, nee. Nee, Kim Virginia sage ich auch nee. Und Sandra, na klar, wir haben jetzt schon einfach drei Partnerfotos gesehen. Es sieht stimmig aus, aber im Endeffekt sieht alles auch nee, Sandra, finde ich, aus. Ist aber auch eine. Ich finde schon, dass sie so viel immer gerade raus sagt, wie sie es gerade findet. Auch wenn man manchmal denkt, okay, ist ganz schön plump jetzt von dir, hätte ich vielleicht so nicht gesagt. Vielleicht imponiert ihm das. Aber und abenteuerlustig ist sie doch. Da kann ja Max trotzdem dazu. Also warte mal, jetzt du hängst so Teasy gerade nur hin, weil er übrig ist. Teasy und Sandra ergeben wirklich keinen Sinn. Martin. Begründe es mir. Begründe du mir, warum es passt. Gleich übelst sauer, was ist los? Bist du in Teasy verliebt? Nee. Also ich lese mal kurz vor. Teasy beschreibt sich als coolen, sehr gut gestylten Typen, mit dem man immer... Ich bin cool und ein Gangster ist der erste Satz. Ja. Mit dem man immer eine gute Zeit hat. Er sieht sich selbst als Beziehungstyp. Er kann sich tatsächlich vorstellen, bei Aito eine Frau kennenzulernen und glaubt daran, dass man in der intensiven Zeit wirklich eine Bindung aufbauen kann. Ja, Sandra hat es bewiesen. Nichts davon. Wo siehst du ihn denn nochmal? Wo hatte ich Teasy? Bei Paulina hatte ich, und bei Jenny. Wegen Bad Boy. Ich bin cool und ein Gangster.
Also Tizi, kommt dort oben bitte weg von Sandra. Na los, jetzt greif doch einfach mal durch. Gut, dann müssen wir aber auch Max wegnehmen, weil Max kann dort nicht alleine stehen bleiben. Also bei Max müssen wir als allerletztes zu. Dann suchen wir noch, wir tauschen erstmal ein bisschen durch. Max, schiebst du bitte doch nochmal dahin. Weil Max, den sehe ich irgendwie da. Ihr seid geblendet. Hast du nicht selber gesagt, dass er mit Sandra passt? Hast du gerade noch gesagt? Optisch nebeneinander, aber nur weil wir es schon gesehen haben. So. Was sagen wir mal? Oh, Emanuel, wirklich, Emanuel ist No-Match. Emanuel einfach reingeschickt, No-Match. Was ist, wenn wir Emanuel... Was ist denn mit Emanuel bei Marie? Nee, wirklich? Nee, ich glaube, Marie hat trotzdem, die hat noch alle Sachen beisammen. Ja, die würde Emanuel nehmen. Ja, sie war mit William, ne? Nee. Was war da los? Das war Patricia. Das war Patricia, okay. Patricia, ich glaube, bei Emanuel brauchen wir eine Frau, die vielleicht nicht war wirklich... War sie wirklich mit William? Ja, war sie. Bei Emanuel, glaube ich, brauchen wir eine Frau dazu, wo wir irgendwie als Zuschauer interpretieren, sie weiß noch nicht wirklich, was ihr wert ist. Paulina weiß es, glaube ich, mehr, als wir mitbekommen haben. Nee, ja, aber da sehe ich sie auch nicht. Aber vielleicht sehe ich ihn doch auch bei Sabrina. Irgendwie, weil Sabrina mit diesem... Warte, stopp. Ach nee, du kannst ja auch nicht einfach sagen. Sabrina war doch erst mit Dominik. Schwieriger Typ. Und dann doch mit dem, der in diesem anderen Format ganz schlimm Dario. War? Dario. Die war auch, Sabrina war aber da auch mit sag Dario. Sag mal, war sie nicht mit dem bei Aito? Weißt du wer? In Sadruga, dieser Typ? Ach oh Gott, ja, war sie ja, nicht ja, mit ja, ihm? Ja, ja, Marco. Mach's Emanuel jetzt dahin. Ja. Kannst du nichts mehr gegen sagen. Weil Sabrina war am Ende doch aber auch Perfect Match mit Dario. Du machst Emanuel so. Also vielleicht hat sie ja draus gelernt. Aber Dario ist ja wohl sexy. Ja, sexy ja von der Optik. So, jetzt haben wir Peter wieder da. Peter und Sandra, sehen wir die denn Peter zusammen? Peter hätte gerne eine aus der Branche. Sandra ist schon sehr tief in der Branche drin. Also, und das sehe ich auch, das ist einmal dunkel, einmal etwas heller. Wenn ihr nicht blond sagen wollt, dieser Junge ist laut Papier hellblond. Okay, ja. Und die Kombi finde ich auch gar nicht so blöd da oben. Haben zumindest schon mal die gleiche Pose drauf. Sind beide verliebt aus Foto Love Story. Na, und beide, Alter, und was ist mit wir Peter? Wir bumsen. Was ist denn mit Peter und Kim Virginia? Nee, nein, wir können das Kim. Aber hier, Bumsmaschine. Ja. Haben wir bei Couple Challenge Sachen gesehen. Richtig. Naja, sehe ich da auch ein bisschen mit drin. Ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass er so wilder ist und dass sie das geil findet. Ich sehe auch den Dreier schon. Und ich sehe auch, dass er so ist, wie ich weiß, sie möchte davon loskommen, von dieser Kettenstory. Aber dass er so ist, wie Mausi schenkt ja Leute, alles. Ich habe die gerade dabei. Ich habe doch in die ersten 20 Minuten reingeguckt. Genauso jetzt wie sprich, alle Zuschauer. Sprich die, aus. Ich sag euch, wer Hardrockor miteinander rummacht. Die zwei. Nee, Max und Shakira. Also Max? Max und ihr bitte so. Nee, aber ich sag dir jetzt mal eine Sache. Das ist eigentlich das Einzige, was wir hier auf schwarz auf weiß haben, was passt. Der Rest ist alles zusammengesponnen von uns. Mir ist es auch zu einfach. Aber ich würde es trotzdem gerne so lassen. Und mal eine Frage. Also, weil ich habe die 20 Minuten also noch nicht gesehen. Also das checke ich immer noch nie, wie Max ihr da ist der Nachzügler. Vor zwei Staffeln ist der Nachzügler in Folge 9 gekommen. Ja, aber gekommen. Ihr könnt, wollt ihr euch jetzt wirklich bei den beiden nur auf die Rollenverteilung, weil das ist null sein Typ, komplett nicht sein Typ. Bist du einfach nur sauer? Willst du eine Frau nehmen, Rollenverteilung, die aussieht wie du? Natürlich, aber ich sag euch, der Nilo ist komplett dagegen, dass diese Person Onlyfans macht. Okay. Es haut nicht hin in seiner traditionellen Rolle. Wo würdest du ihn noch mal haben bei Paulina? Ja. Und Marvin bei Shakira? Ja. Auch okay. Na, dann mach's halt for the sake of everything, weil das Wochenende, dann gönn dir jetzt. Dass hier ein bisschen Ruhe einkehrt. Das passt aber auch. Weißt du, was ich die beiden sehe, wie er sie filmt für Onlyfans? Ja. Oh, Baby, du hast aber einen kurzen Rock an. Was machst denn du hier? Und Calvin sagt auch noch, ja, ist richtig geil geworden, ey. Richtig geil, Bruder. Könnte gut gehen, bloß optisch beißt sie es so böse für mich. Also wenn ich nochmal alles durchgucke, ist das auch so die einzige Paarung, wo ich denke, oben die Ecke. Hier sage ich auch, schreie ich auch ja. Ja, da schreie ich hier ja. Schreie ich oder eine Jungschille. Dass er gesagt hat, er hat jetzt Erfahrung mit Alten, aber er hat gemerkt, es ist nicht. Das glaube ich nicht, das ist ihm zu kindisch. Nee, kann der nicht. Und dass da oben mal einer aus dem Ausland für Sandra. Das brauchst du doch. Aus dem Ausland, leicht nuschelig gesprochen, weil das Deutsch ist nicht ganz so sauber. Was? Also, ich möchte jetzt von euch wissen, nochmal für uns, wo sagt ihr, das wollen wir nicht ganz so krass einloggen, also don't come for us. Ja. Inhaltlich ja. Generell die Ecke die oben, beiden die Vierer-Ecke oben. Okay. Diese beiden Wesen finde ich vom Charakter stimmig miteinander. Ja, ja. Die täten sich auf jeden Fall gut, aber wissen es noch nicht. Ja. Ja, und ich weiß auch nicht, ob da diese Anziehung, also ob das rein von der Optik das ist, was Steffi möchte und ob sie auf die inneren Werte schauen kann. Ja gut, aber da sind wir ja wieder bei dem Psychologen, wenn sie sagt, sie hätte jetzt einfach gerne mal einen erwachsenen, ruhigeren Typen, bei dem sie sicher ist, der trotzdem den nötigen Humor hat. Na, da schreit es doch Steffen. Like it. Okay. Ja. Ich könnte noch einen Tausch machen. Ich könnte ihn gegen Elia
tauschen. Das, ja. Da könnte ich mich drauf einlassen. Aber ich die sehen unten zu gut für mich. Ja, aber guck mal oben. Oh. Auch gut. Auch, aber ich habe das. Also ich sehe jetzt, also ich sehe. Nee, ich glaube. Pass auf, ich sehe ja. Marie bei Elia. Ich sehe ja. Elia, aber nicht bei Marie. Ich sehe, ich sehe Elia nicht bei Daria, ja. Weil ich glaube, er braucht eine, die. Also ich kenne sie nicht so richtig, aber ich habe ein bisschen Problem mit diesem Zickigen. Wir gucken gleich mal ein Best-of, das gibt es bestimmt ja, noch. Mit diesem Zickigen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Fabio könnte sagen, Fischer, ich ganz süß, wenn ja, du da drauf ist. Ja. Ja. Oder das so, geht hier rein, da. Kurz ja. Mal am Bad vorbei und ja. Da wieder raus. Bei dem ist es egal. So geil, weil genau. Der für sich so ein starker Charakter ja. Ist, dass, ja. Er, dass er so denkt, ich müsste erstmal an meinem riesigen Berg vorbei, um dich ja. Überhaupt zu sehen. Er checkt es gar nicht, genau. Ja. Und Elia ist, glaube ich, auch bei sich, aber er sagt, das ist zu viel Drama in meiner Welt, in meiner Aura. In meiner Zen-Welt. So, deshalb das, ja, wenn er damit klarkommt, dass sie auch Patricia hat, werden wir sehen. Ich glaube, Patricia ist gar nicht dabei, sage ich euch, wie es ist. Die muss aber. Die muss. Wenn die Patricia zu Hause gelassen hat, wäre ich sauer. Ich bin fein, wenn wir es einloggen. Ja. Ich auch. Oh doch, ich fühle es dolle. So, und das freezen wir ein. Und ich bin so gespannt, ob wir mit, überhaupt mit ein paar rechnen. Vielleicht, wir können das ja so stehen lassen. Ja. Und wenn sich zwischendurch grundlegend was ändert, würfeln wir einfach nochmal neu durch. Das wenn machen wir, wenn wir bestehende Perfect Matches haben und dann... Ja, oder wissen, jemand ja. Kann, ist auf keinen Fall ein Match. Wenn die so, wir lassen die Wand und wir machen mit jeder Folge, ändern wir das ein bisschen um. Ja. So, ihr findet dann alles dazu, würde ich mal einfach sagen, bei uns in der Story oder so. Ja. Je nachdem... Wie umfangreich diese Änderungen stattfinden oder ein Extra-Video. Und ich möchte von euch, dass ihr mal kommentiert, habt ihr noch andere Gründe, ja. Irgendwen zusammenzustecken? Findet ihr das so auch gut? Haben wir grundsätzlich was vergessen? Riesenfehler gemacht? Wir müssen es alle wissen, weil diese Staffel möchte, dass wir ganzzeitig wissen, so muss es sein. Ja. Ja, wir haben keine andere Wahl. Excel schreit schon, bitte gebt nicht noch was anderes ein. Oder wir lagern das ein bisschen an euch aus, wenn ihr euch auskennt mit Excel oder keine Ahnung, fragt ChatGPT, lernt die jetzt mal schon ein bisschen an, wie die so ticken. Das muss gehen, oder? Das muss gehen. Und dann schreibt uns das mal. Seid so, wie ihr bleibt.